Ein knalliges Hallo und Zombies! Ja, ihr habt richtig gehört. Zombies! Wir haben jetzt vier Sachen zu entscheiden und es war ja gerade, wie hieß es nochmal? Halloween, genau. Dieses Fest. Und dadurch sehen wir hier, haben wir den Z-Day erreicht. Ich habe das Ganze genau 2 Tage lang laufen lassen, um mir das anzusehen. Weil ich euch da mitentscheiden lassen wollte. Und ihr seht hier unten, wie das Ganze sich ausgewirkt hat. Aber ich weiß nicht, woher sie kommen, aber wie man sieht, die Bevölkerung wächst wieder. Wie auch immer. Ich würde trotzdem ganz gerne mit euch dieses hier mitentscheiden lassen. Denn wir können die Zombie-Horde natürlich auch bekämpfen. Wir haben jetzt gerade noch 10 Millionen Menschen, die überleben, 3 Millionen Zombies und etwa 19 Millionen Tote derzeit. Keine Sorge, das ist jetzt quasi eher so ein Gag-Ding, sag ich mal. Wir haben immer noch hier 32 Millionen. Das ist so alles okay. Genau, wir können uns hier eine. Da, Zombie-Kontroll. Wir können uns da eine Gegenmaßnahme überlegen. Und genau, das würde ich euch gerne abstimmen lassen. Genau, also die erste Möglichkeit wäre natürlich, alle Zombies über den Haufen zu schießen, die wir überhaupt sehen, ne? Also auf Nummer sicher gehen, sag ich mal. Die zweite wäre, dass wir versuchen, eine Heilung dafür zu finden. Sprich, wir suchen uns jetzt eine Art Gegenmittel. Und die dritte, das wäre jetzt so eine etwas abstruse Idee, die ich aber tatsächlich auch schon mal in einem anderen Stadt gemacht habe. Ist ganz lustig. Du kannst du willst die Zombies nicht töten. Deswegen nutzt du lieber die Zombies. Das heißt, wir nutzen die Zombies als unsere eigene Armee. Genau. Das heißt, wir haben ach nee, okay, es ist jetzt diesmal gar keine eigene Armee. Das war es damals. Jetzt kann man eine untote Bevölkerung erschaffen. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Ich halte mich da schön raus. Das könnt ihr jetzt mal entscheiden. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Abstimmungen. Ach ja, ihr wollt vielleicht vorher noch mal ganz kurz sehen, wie sich der Rest ausgewirkt hat. Unsere politische Freiheit hat sich, glaube ich, etwas erhöht. Die ist jetzt auch sehr gut. Wir wurden jetzt wieder von der Utopie in die skandinavische liberales Paradies eingesetzt. Ja, von Hauptstraßen sind alle Fahrradfahrer verboten worden. Genau, wir haben die Bildung haben wir jetzt verbessert. Dann, ja, das ist jetzt, glaube ich, etwas drastisch hier ausgedrückt, aber hier steht jetzt, die Leute mit hohen Einkommen zahlen gerade eine 100% Steuer. das kann wohl irgendwie nicht so ganz stimmen, weil es steht hier, Moment. Genau hier. Unser Einkommen ist bei 4066 Taler und sehr, sehr extrem gleich aufgeteilt. Das heißt, eigentlich hat jeder ungefähr das gleiche, was er verdient jetzt. Und, ach ja, hier, die gleichgeschlechtliche Ehe haben wir jetzt eingeführt. Ja, erlaubt, eingeführt, ich weiß nicht. Und wir haben jetzt als Berater diesen New Age Guru. Und wir gehören immer noch zu den Leuten mit den 10%, unter den 10% der Leute mit dem meist gleich verteilten Einkommen. Was ich eigentlich ganz gut finde. So, und dann fangen wir jetzt mal an.
So, die Polizei überlegt sich eine Art Big Brother Anti-Kriminalitätssystem. Was bedeutet das Ganze? Es sollen überall Überwachungskameras in die öffentlichen Orte gestellt werden. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir es machen. Der Erste sagt natürlich, das ist eine Attacke auf unsere Privatsphäre. Und ja, zuerst in den Straßen, dann bald in deinem Schlafzimmer. Das Zweite ist, es wäre extrem hilfreich, die nationale Kriminalitätsrate damit zu senken. Und er hätte keine Ahnung, warum die so ein Terz machen. Und das Dritte ist, wir führen eine nationale Datenerhebung auf. Wahrscheinlich eine Vorratsdatenspeicherung. Kleiner Seitenhieb an die BRD. Und wir würden jetzt. Also, jeder Bürger bekommt eine ID-Karte mit einem Barcode drauf. Und das würde die Kriminalität in ihre Schranken weisen. Ja, ich persönlich bin tatsächlich so weit, dass ich sagen würde, wir brauchen sie nicht. Ganz klar die Nummer 1. Wir sehen es ja eigentlich schon bei uns, dass diese Sachen überhaupt nicht wirklich was bringen. Das geben auch die meisten Leute schon zu. Dass sich die meisten nicht davon abschrecken lassen, wenn sie dabei jetzt gefilmt werden oder nicht. Von daher, ich persönlich bin dafür, einfach zu sagen, brauchen wir nicht. Besonders weil wir sowieso eine relativ geringe Kriminalitätsrate haben, wie es bei uns ja auch immer schon in unserem Dingens drin steht. Wir haben gar keine so eine hohe Kriminalitätsrate. Jo, das wäre also für mich, meine Meinung wäre die Nummer 1. Zweite Sache wäre die Todesstrafe. ganz einfach eigentlich. Entweder wir nutzen die Todesstrafe und die zweite wäre, wir sind dagegen. Ja, ich gucke gerade kurz, ob ich was verpasst habe dabei. Nicht, dass ich euch hier wieder was vorenthalte. Okay, nee, ist richtig so. Einfach für Todesstrafe oder gegen Todesstrafe. Das dritte, ja, Kinder im Casino. Das heißt, Kinder- und Glücksspiel. Glücksspiel sollte gestoppt werden. Genau, da geht es generell um Glücksspiel. Und das zweite ist Crown Casino, bla 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 bla. Das zweite ist, wir dürfen Kinder Glück spielen lassen. Wenn ihr für nichts von beiden seid, könnt ihr auch sagen, ihr wollt jetzt müssen. Ich weiß nicht. So, eigentlich würde ich das ganz gerne dismissen. Ansonsten würde ich einfach sagen, ja, dann lasst die Kinder halt spielen, die 2 Euro, die sie haben. Aber ja, gut. Da würde ich mich wahrscheinlich dann jetzt eher enthalten. Und das letzte ist die Animal Liberation Front Strikes Again. Okay, da geht es jetzt darum, dass sehr viele Hühner in Snacks verwandelt werden. Und der Erste meint jetzt, da gibt es überhaupt nichts. Man muss diese Animal Liberation Front stoppen. Wenn die Hühner an unserer Stelle wären, würden sie das Gleiche tun. Und ja, er kann darin jetzt kein Problem sehen. Das Zweite wäre, es gibt zu oft unnötige Gewalt in diesen Tierschlachtungen und
Was? Ach so, ich glaube, wir könnten mehr horrific for putting too much attention on. Was? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was er von mir möchte. Okay. Ben, the more horrific. Ach so, okay. Ich habe hier das da vorne hier überlesen. Okay. Er möchte jetzt, dass wir die zu harten Schlachtungen quasi abschaffen. So, der dritte möchte ganz einfach alle Tiere befreien und Fleischessen verbieten. Und das vierte ist, der möchte jetzt, dass wir einfach die Kosten für Fleisch anheben, damit sich quasi der Markt dann hinterher darum kümmert, weil die Leute mit weniger Geld können sich das dann eh nicht leisten. Ich persönlich bin dann einfach der Meinung, wir sollten das mit dem Fleisch zwar behalten, könnten aber hier zumindest die unnötige Gewalt bei diesen Tierschlachtungen lassen. Wir kennen es ja auch mit dem, das schöne Beispiel mit dem Fisch, wo man dem einfach mit dem Holzhammer einmal auf den Kopf haut und dann ist er tot, dann kann er ausgenommen werden. Bei anderen ist es ja wirklich so, dass zum Beispiel diese Kühe dann lebend noch zersägt werden und so weiter. Da kennt man ja doch einiges. Von daher, ich bin für die zwei. Aber wie auch immer, ich werde mich natürlich immer nach euch richten. So, und ich glaube, ich habe es jetzt in einer Bestzeit geschafft. Ich schau mal ganz schnell. Wir sind jetzt bei 6 Minuten 52. Sehr schön. Also etwa 7 bis 8 Minuten wird das Ganze dauern. Auch hier nochmal danke an alle, die mitmachen bei unserem kleinen Staatsprojekt derzeit. Alkri29, Rauton und Mr. Merp. Und ja, ich hoffe, es kommt vielleicht nochmal der ein oder andere dazu. Hilft hier nochmal ein bisschen mit. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Jo, hab ich hier noch was erzählt, was noch nicht so verändert ist? Ich glaube, es hat sich. Ja, ich glaube, derzeit hat sich nicht so wirklich viel verändert. Bis auf die Sachen, die ich schon vorgelesen habe. Von daher bleibt mir für diesen Monat, diese Woche natürlich. Diesen Monat wäre ein bisschen viel. Für diese Woche nichts mehr zu sagen als,